Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen an Bord auf unserem Flug zum Maus! Hallo zusammen, mein Name ist Jessie und ich möchte euch recht herzlich auf unserer Reise zum Mars begrüßen. Damit euch unterwegs nicht langweilig wird, sorge ich für euer Bordprogramm. Eine Reise zum Mars ist für die Raumfahrt nichts Neues. Unser roter Nachbar ist der am besten erforschte Planet in unserem Sonnensystem. Bisher gab es um die 50 Mars-Missionen. Allerdings sind davon auch viele fehlgeschlagen. Viele Missionen sind aber auch geglückt, was unter anderem dazu geführt hat, dass Mars mittlerweile bewohnt ist von Robotern. Naja, so dürft ihr euch die Roboter nicht vorstellen. Was ich meine, sind Rover und Plattformen, die den Mars erkunden und die unterschiedlichsten Daten an die Erde übermitteln. Manche von ihnen machen sogar Selfies. Mars gibt sich nicht mit Kleinigkeiten zufrieden. Im Gegenteil, er übertreibt es gerne mal. Über den höchsten Berg der Erde, den fast 9 Kilometer hohen Mount Everest zum Beispiel, kann Mars nur müde lächeln. Auf ihm befindet sich nämlich der höchste Vulkan unseres Sonnensystems, der Olympus Mons. Und der ist ganze 26 Kilometer hoch. Mega Aussicht hier oben! Der flächenmäßig größte Vulkan auf Mars ist der Alba Patera. Er hat einen Durchmesser von 1200 Kilometern. Das entspricht einer Fläche, die so groß ist wie Deutschland, Frankreich, die Schweiz, Österreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg und das nördliche Italien zusammen. Wartet mal. Deutschland, Frankreich, Schweiz, Österreich. Boah! Seid ihr schon total geflasht oder könnt ihr noch eine Marsgröße verkraften? Ach komm, eine geht noch. Der größte Canyon auf Mars hat eine Länge von 4000 Kilometern und ist somit 10-mal so lang wie der Grand Canyon in den USA. Sprechen wir doch mal übers Wetter. Sonnenschein und 20 Grad hört sich doch eigentlich gar nicht schlecht an, oder? Diese angenehmen Temperaturen gibt es auf Mars allerdings nur tagsüber und auch nur in Äquatornähe. Ansonsten ist es auf Mars ganz schön eisig. Und zu den sehr niedrigen Temperaturen von bis zu minus 130 Grad kommt ein sehr unangenehmer Wind. Nicht selten kommt es auf Mars zu sogenannten Staubteufeln. Das sind Luftwirbel, die Staub mit sich führen. Wie bei der Erde auch, sind auf dem Mars der Nordpol und der Südpol mit Eis bedeckt. Je nach Jahreszeit sind diese Eisflächen mal größer und mal kleiner. Unter dem Eis des Südpols hat man sogar einen See entdeckt. Und das ist eine richtige Sensation. Denn flüssiges Wasser ist eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung für Leben. Mars hat zwei Monde mit den furchterregenden Namen Phobos und Deimos, Angst und Schrecken. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die beiden gar nicht so furchterregend sind, wie ihre Namen vermuten lassen. Angst ist aber trotzdem ein gutes Stichwort, denn die hätte ich, wenn ich einer dieser Monde wäre.
Der eine nähert sich ganz langsam seinem Planeten an und wird in ferner Zukunft auf ihm aufprallen. Der andere macht genau das Gegenteil. Er entfernt sich langsam von Mars und wird irgendwann lost in space sein. Phobos und Deimos sind übrigens viel kleiner als unser Mond. Sie sind auch nicht so schön rund wie er, sondern sehen eher aus wie zwei Kartoffeln. Bevor wir jetzt gleich landen, noch ein wenig Gossip zum Mars. Die rötliche Färbung des Planeten wird durch Eisenoxid verursacht. Mars rostet! Aber das soll uns jetzt gar nicht weiter beschäftigen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß auf Mars und kommt doch auch ruhig wieder bei der nächsten Reise mit. Bis dahin, tschüssi! Bitte legt vor dem Aussteigen eure Schutzkleidung an. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Erkundung des Planeten und hoffen, euch bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.